zufrieden über den Punktgewinn heute? Ja, wir wollten gewinnen, ja, das ist ganz klar. Wir haben alles reingelegt. Das ist natürlich das dritte Spiel in einer Woche. Die Jungs sind an ihre Grenzen gegangen. Neustrelitz hat das in der Defensive clever gemacht, hat defensiv gut gestanden und hat heute so mal die individuelle Aktion 1 gegen 1 oder das Spiel über Außen. Auch nach den drei Spielen jetzt merkt man auch, die Frische ist natürlich nicht so ganz da, wenn man auch 5 Stunden im Bus sitzt und hierher fährt. Man muss der Mannschaft von der physischen Seite ein Kompliment machen. Sie hat da alles reingegeben. Hinten wieder zu Null gespielt, leider vorne auch. Es wirkt in der zweiten Halbzeit sehr druckvoll, aber auch ein bisschen einfallslos. Liegt das vielleicht an den Ausfällen von Herrn Eismann und Herrn Eckhardt? Ja, natürlich fehlen uns die beiden, das ist ganz klar, weil sie gerade im Zentrum entscheidende Spieler bei uns sind. Aber ich sage auch, gerade in solchen Spielen brauchst du im letzten Drittel auch mal die individuelle Aktion. Und das hat uns heute leider gefehlt. Und ist klar, dass dann auch Neustrelitz alles mit Mann und Maus für diesen Punkt verteidigt. Und im Endeffekt hatten wir in der Anfangsphase klare Torchancen, die wir nicht genutzt haben. Und wir müssen mit dem Punkt leben. Gibt es jetzt irgendeine Belohnung für die lange Busfahrt wieder? Na, erstmal müssen wir erstmal zurück, sehr, sehr lange. Ne? Und die Woche war sehr anstrengend. Die Jungs werden natürlich ihren freien Tag bekommen und wir konzentrieren uns auf die kommenden Aufgaben. Wie geht es denn bei Ihnen weiter? Sie werden ja auch einen neuen Vertrag nicht bekommen. Insofern suchen Sie sich einen neuen Verein oder ein neuer Verein sucht Sie. Gibt es da schon was Neues? Ich bin da ganz entspannt. Also ich mache mir da keine größeren Sorgen. Wichtig ist erstmal, dass man seine Aufgabe erledigt. Wir haben noch ein riesen Highlight vor uns. Mit dem Pokal-Halbfinale wollen ins Pokal-Endspiel und wollen da noch unser Ziel erreichen. Ja. Und wir haben in dieser Saison schon eine Menge erreicht und ich mache mir da keine größeren Sorgen. Natürlich habe ich eine Planung und zur gegebenen Zeit werde ich dazu auch was sagen. Man wird die gegebene Zeit sein. Also Sie sind sehr herzlich hier aufgenommen worden, aber hier nach Neustrelitz soll es ja nicht gehen. Wurde unter der Woche ja dementiert. Nein, definitiv nicht. Die Planungen laufen anderswohin. Ja, es wird aber so Ende April, Anfang Mai, wird da eine Entscheidung fallen. Dann wird ein Wacker Nordhausen bekannt geben, dass Sie der neue Trainer sind. Davon weiß ich jetzt nichts. Ja, es ist, wie gesagt, Sie haben es ja eben vorhin richtig gesagt. Letzte Woche war es Team A, nächste Woche ist Team B. Wenn man dann irgendwo auf dem Markt ist, gibt es viele Spekulationen. Ja, aber ich werde mich daran nicht beteiligen. Ich habe gesagt von Anfang an, mein Herzblut ist Carl Zeiss Jena. Ich habe von Anfang an Gas gegeben und werde auch bis zum Schluss Gas geben. Ja, und für mich ist das überhaupt kein Problem. Aber an den Spekulationen kann ich mich auch nicht beteiligen. Dankeschön. Alles gut. Dankeschön.